Hallo, moin moin und herzlich willkommen zur mittlerweile 32. Lesung dieses wunderbaren Buches, das leider auch irgendwann mal zu Ende gehen wird. Das Doppelgesicht des Papsttums, wie der kurze Titel ist, von James Edgar Wylie aus 1853 ins Deutsche übersetzt. Ins Deutsche übersetzt, ja, und wie ihr gleich sehen werdet, lese ich immer noch die Frakturschrift, aber einer unserer Brüder, der sich hier mit uns versammelt hat, jeden Sonntag zur Live-Lesung, der Bruder Marius, wie ich ihn mal bei seinem Vornamen hoffentlich mit Einverständnis nennen werde, hat sich die unglaubliche Mühe gemacht, dieses Buch von der Frakturschrift mit einem bestimmten Programm überzusetzen in lateinische Buchstaben, so dass jeder, der der Frakturschrift nicht mächtig ist, das Buch auch lesen kann. Und die letzten Kapitel hat er bereits angefangen, meine Kommentare und Unterstreichungen dabei mit reinzunehmen, so dass ihr auch dort die extra Kommentare und Links seht, die ich ja in die Lesung mit eingefügt habe, und auch die Unterstreichung von Textstellen, die ich persönlich wichtig finde. Am Schluss dieser ganzen Buchlesung wird er wohl das ganze Buch mehr oder weniger, schätze ich mal, übersetzt haben. Und dann wird dieses Buch in lateinischer Schrift auf meinem archive.org veröffentlicht werden. Und das ist dann wirklich ein Unikum, das gibt es nämlich sonst nirgendwo und schon gar nicht mit den ganzen Extraarbeiten. Von daher wollte ich mich schon mal ganz herzlich bedanken bei Bruder Marius, der auch, glaube ich... Nicht bedanken. Marius, stellst du das eigentlich auch den Live-Zuschauern, die hier über Skype mit dabei sind, auch zur Verfügung? Hast du das geteilt hier in dem Gespräch? Das würde ich sonst mal vorschlagen, dann kann sich jeder das ja runterladen, dann müsst ihr meine schwierige Frakturschrift nicht mitlesen, sondern könnt ihr vielleicht dabei weiterlesen, weil du hast ja, glaube ich, bis Kapitel 12, glaube ich, schon gemacht und wir lesen ja heute das 11. Kapitel, also das könntest du ja eventuell hier in der Lesung mal kurz teilen und dann könnten sie Leute, die interessiert sind, sich das runterladen und in lateinischer Schrift mitlesen, weil ich bleibe erstmal die Frakturschrift weiterlesen. Weil ich einfach das jetzt gewohnt bin und weil ich mich auch weiter in der Frakturschrift üben möchte. Aber wenn dann, das könnt ihr dann ja leicht checken, da ihr die lateinische Schrift habt, wenn ich dann einen Fehler mache oder ein Wort nicht gut identifizieren kann, dann kann ja mal jemand dazwischen kommen und kann mir helfen, kann mich unterstützen und kann mich da zurechtweisen damit. Das wäre ja schon schön. Dafür sind die Dinge ja auch da. Wie gesagt, die 32. Lesung dieses wundervollen Buches, 453 Seiten hat das PDF. Wir sind auf Seite 276 oder 77, wo wir gleich das 11. Kapitel anfangen in dem zweiten Buch. Und bevor wir das tun, hat uns wieder der Alexander ein wunderschönes Musikstück hingeschickt. Also mir hat er das hingeschickt, ich habe davon ein Video gemacht. Und da auch nochmal herzlichen Dank für Alexander, dass du jede Woche die Mühe machst, so ein wunderbares Liedstück aufzunehmen und mir zuzuschicken, dass wir da ein Video von machen können. Und da wollen wir dann jetzt eben in der Lesung heute bitteschön mit anfangen. Dem Herrn, den er ist gut, denn seine Gnade währet ewig. Lass dir lüsten des Herrn die Sagen, die erlöst hat aus der Hand des Feindes. Die er gesammelt hat aus den Ländern, aus dem Osten, aus dem Westen, dem Norden, dem Süden. Sie wanderten in der Wildnis auf einsamen Weg. Sie fanden keine Stadt, in der sie wohnen konnten. Hungrig und durstig, ihre Seele fiel in ihnen in Ohnmacht. Da schrien sie zum Herrn. Sie aus ihren Nöten.
und er führte sie auf dem richtigen Weg hinaus, dass sie zu einer Stadt gehen konnten, in der sie wohnen konnten. Oh, dass die Menschen den Herrn für seine Güte und für seine wunderbaren Werke, für die Menschenkinder preisen würden. Denn er befriedigt die sehnsüchtige Seele und erfüllt die hungrige Seele mit Güte, die in der Dunkelheit und im Schatten des Todes sitzen, in Bedrängnis und Eisen gebunden, weil sie gegen die Worte Gottes rebellierten und den Rat des Höchsten verachteten. Darum brach er ihr Herz mit harter Arbeit nieder, sie fielen nieder und es gab niemand, der ihnen helfen konnte. Da schrien sie zum Herrn, aus ihren Nöten. Und er brachte sie aus der Dunkelheit heraus, aus dem Schatten des Todes heraus. Und er brach ihre Bänder auseinander. Oh, dass die Menschen den Herrn für seine Güte und für seine wunderbaren Werke, für die Menschenkinder preisen würden. Ja, wie immer, Dankeschön, Alexander, für dieses wunderbare Lied zur Einstimmung der Lesung heute Abend. Wir fangen, wie gesagt, im 11. Kapitel an, auf Seite 277, die Sakramente. Aber wie das eben so ist, ich mache ja oder versuche, Vorbereitungen zu machen, ist mir dieses Mal nicht geglückt. Aber ich mache immer wieder Untersuchungen zu verschiedenen Themen und bin diese Woche dann nochmal auf eine Sache gestoßen, die ich vor längerer Zeit mal aus einem Video mir aufgeschrieben habe. Und zwar ist das von dem kanonischen Doktor der thomistischen Theologie und dem früheren Sekretär zu Kardinal Stickler, Vater, zwischen Anführungszeichen, wie heißt er wieder hier, Gregory Hesse, das ist ein Deutscher, der da in Rom lehrt, und von dem habe ich mal ein Video geschaut über eine Stunde, wo es darum ging, dass er seine Meinung hat kundtun können über das Zweite Vatikanische Konzil, das wir ja kennen, das Ökumenische Konzil. Und wir gehen ja jetzt hier in das 11. Kapitel, das heißt die Sakramente. Und da hat er eine Sache in diesem Video gesagt, die habe ich mir damals aufgeschrieben und habe das dann, weil das Video war in Englisch, habe das dann übersetzt ins Deutsche. Und das passt sehr gut zu dem Thema, was wir heute lesen. Hört mal zu. Das ist seine Aussage bei 55 Minuten in dem Video und der Link zu dem Video ist hier auch mit bei. Die römische Kirche, also die Kirche, sagt er, und damit meint er natürlich die römisch-katholische, die Kirche ist dogmatisch definiert als eine perfekte Gesellschaft auf Erden,
die den Zweck hat, das Evangelium zu lehren und Seelen zu retten, indem sie die Sakramente zudient. Hierunter steht der Originaltext in Englisch, wie ich ihn mir aufgeschrieben habe, nach seiner Aussage. Das sagt im Grunde schon alles darüber aus, was die römisch-katholische Kirche mit den Sakramenten bezweckt. Ja? Sie lehrt damit das Evangelium und sie rettet damit Seelen, indem sie die Sakramente zudient. Das ist eine ganz deutliche Aussage, dass wir eine Errettung durch Werke haben. Deutlicher kann man das schon fast gar nicht mehr sagen. Und das kommt bitteschön von einem Doktor des kanonischen Rechts, der heute übrigens immer noch lebt, wenn ich mich nicht irre, zwischen Anführungszeichen Vater Gregory Hesse. Und seine Erklärung, was die römisch-katholische Kirche ist, nämlich dass sie sich dogmatisch definiert als eine perfekte Gesellschaft auf Erden, das alleine reicht ja schon, um zu sehen, wie gotteslästerlich das ist, die Kirche perfekt zu nennen, wo in der Bibel geschrieben steht, dass nicht einer rechtschaffen ist, auch nicht einer, sondern wir kommen alle zu kurz an der Herrlichkeit des Herrn. Aber er definiert die römisch-katholische Kirche als eine perfekte Gesellschaft auf Erden. Also lasst euch diesen Satz mal, ja, ich wollte gerade sagen, auf der Zunge zergehen, da müsst ihr ihn ja durchlesen. Also lasst das, schluckt das mal runter, verdaut das mal ein wenig und schreibt euch das auch ruhig gerne auf. Das ist ein offizielles Zitat aus der römisch-katholischen Kirche, wie sie sich selber definiert. Konfrontiert damit mal Katholiken, die ihr anspricht, wenn ihr Katholiken ansprecht. Sag mal, weißt du eigentlich, wie ein Doktor des kanonischen Rechts eure Kirche definiert? Und dann können wir reingehen in die Sakramente. Hierzu schreibt James Edgar Wiley bereits vor 160 Jahren, wie der Regenbogen einst der geretteten Welt verkündete, dass eine zweite Flut sie nicht vertilgen werde, so hat die Kirche die Zeichen, Siegel und Unterpfänder ihres Bestehens und des Heils aller ihrer treuen Glieder in den beiden Sakramenten, Taufe und des Herrn Abendmahl. Die römisch-katholische Kirche, damit nicht zufrieden, hat diese Zahl bis auf 7 vermehrt. Ja, 2 Sakramente sind nicht genug. Taufe, Firmung, Abendmahl, Buße, letzte Ölung, Priesterweihe, Ehe. Und wenn sie sich rühmt, dass die meisten dieser Sakramente den Protestanten unbekannt sind, so mag sie lieber mit demselben Rechte hinzusetzen, dass sie auch dem Neuen Testamente gänzlich fremd sind. Denn wo findet sich in diesem heiligen Buche auch nur eine Spur von den 5 ergänzenden Sakramenten? Das ist eine Frage, die der Autor hier stellt. Und ich möchte gleich mal auf das gerade eben Gelesene eingehen und möchte eine Frage stellen. Nach Vater Hesse ist es ja so, dass man die Seelen rettet, indem man die Sakramente zudient. Jetzt lesen wir hier, es gibt nicht nur 2, sondern die römisch-katholische Kirche macht aus 2 7. Und als letztes lese ich hier EHE, Ehe, Heirat. Sie verbietet aber ihren Priestern die Heirat. Sie zwingt ihre Priester in ein Zölibat. Sie zwingt Mönche und Nonnen, die sich in Klöstern einschließen, ebenfalls in ein Zölibat. Damit verschließt sie diesen gerade eben genannten Personen innerhalb der römisch-katholischen Kirche doch den Himmel. Oder verstehe ich das jetzt falsch? Sollte man vielleicht auch mal drüber nachdenken. Selten genug ist deshalb auch der hoffnungslose Versuch gemacht worden, diese 7 Sakramente aus der Bibel zu rechtfertigen. Da gehen wir kurz in eine Fußnote rein, wo der Autor sagt, wie kann man auch im Ernst die Heilige Schrift anführen bei Bestimmungen, die zum Beispiel dahin lauten, Zitat, einem Pestkranken darf der Priester die letzte Ölung vermittelst eines an einen langen Stab gesteckten Schwammes reichen. Ende Zitat. Nun, wir leben ja heute im 21. Jahrhundert. Wie der Zufall es so will, ist heute der 24. Mai 2020. Wir leben in der Mitte einer künstlichen Pandemie,
einer unausgesprochenen Krankheit, die die Welt furchtbar befällt. So furchtbar, dass in Deutschland weniger als 0,001% der Bevölkerung davon sterben. Aber trotzdem wird die ganze Welt stillgehalten, Flugzeuge auf dem Fußboden gehalten, die Weltwirtschaft wird stillgelegt wegen eben dieser ganzen Sache. Und wenn hier ein Priester einem Pestkranken die letzte Ölung vermittelt, mittels an einen langen Stab gesteckten Schwammes zu reichen, dann erinnert mich das ganz deutlich an die Zeit heute, wo wir ja alle unseren sozialen Abstand halten müssen. Und wahrscheinlich die Priester den langen Stab und den gesteckten Schwamm sich wieder raushöhlen können für die letzte Ölung, die sie heute den Menschen zudienen. Das mal eben zu dem Thema. Nun versucht hat Rom freilich auch dies, also die sieben Sakramente aus der Bibel heraus zu rechtfertigen. Mit der Stelle aus den Sprüchen Salomonis zum Beispiel, Zitat, die Weisheit baute ihr Haus und hieb sieben Säulen. Unternimmt es Denz ist ein römisch-katholischer Historiker, die Notwendigkeit einer Siebenzahl von Sakramenten nachzuweisen. Dass die sieben Lampen des Leuchters in Jehovas Heiligtum zum selben Beweise benutzt werden, ist ebenso willkürlich, wenn auch weniger auffallend. Das Tridentiner Konzil, das wir ja bereits so oft angesprochen haben, und ich kann da immer nur noch mal hinweisen auf das Buch Der Glaube der Kirche von Neuner und Roos, sich das mal anzuschaffen und durchzulesen. Das Tridentiner Konzil begnügt sich für die sieben Sakramente auf die Tradition und die anerkannte mystische Bedeutung dieser Zahl sich zu berufen. In einer Fußnote sagt der Autor Cajetan und viele römische Theologen geben selbst zu, dass mehrere ihrer Sakramente der Einsetzung durch Christum entbehren. Man sollte aber doch, fährt der Autor fort, mit der Berufung hierauf nicht gar zu freigebig sein. Denn wenn auch der bibelgläubige Christ nicht leugnen wird, dass wirklich die Zahl 7 wie auch 3 an vielen Stellen eine heilige Bedeutung in Anspruch nimmt, so darf er andererseits nicht vergessen, dass auch das Gegenteil stattfindet in Reden des Herrn sowohl als Zeugnissen seiner Apostel. Auch hier gehen wir noch mal kurz in eine Fußnote, weil das basiert auf Lukas Kapitel 11, Vers 26 und Offenbarung Kapitel 17, Vers 9. In Lukas Kapitel 11 lesen wir, Zitat, dann geht er hin und nimmt sieben andere Geister mit sich, die bösartiger sind als er selbst, und sie ziehen ein und wohnen dort, und es wird der letzte Zustand dieses Menschen schlimmer als der erste. Also ein Beispiel dafür, wo die göttlich perfekte Zahl 7, mal als ein Negativbeispiel angeholt wird. Aus der Bibel. Und in Offenbarung 17, Vers 9 lesen wir, hier ist der Verstand nötig, der Weisheit hat. Die sieben Köpfe sind sieben Berge, auf denen die Frau sitzt. Ja, also hier geht es um die Hure Babylon, um das Tier, das sieben Köpfe hat, und die sieben Köpfe stehen symbolisch für sieben Berge. Und die einzige Stadt auf dieser Welt, wo eine Kirche ihren Hauptsitz hat, die sieben Berge hat, ist Rom. Es gibt viele andere Städte mit sieben Bergen, aber es gibt keine andere Stadt, die so viele andere Adjektive des Antichristen ebenfalls mit sich verbindet. Da gibt es nur eine, und das ist Rom. Die ersten zwei Sakramente, Taufe und Buße, teilen nach dem römischen Katechismus Gnade mit. Die übrigen stärken in der Gnade, alle aber sind sinnlich wahrnehmbare Dinge, welche zufolge göttlicher Einsetzung die Kraft haben, Heiligkeit und Gerechtigkeit beim Empfänger sowohl anzueignen als auch mitzuteilen. In Bezug auf die Art und Weise, wie die Gnade durch die Sakramente mitgeteilt werde, waren die Meinungen zu Trident ziemlich verschieden. Einig jedoch waren die Väter in Verwerfung der reformatorischen Ansichten und bestimmten, Zitat, dass durch die heiligen Sakramente der Kirche alle wahre Gerechtigkeit entweder angefangen oder, wenn sie bereits angefangen, vermehrt oder endlich, wenn sie verloren sei, wiederhergestellt werde. Ende Zitat. Und der dem Worte Gottes
widerstreitende Sinn dieser Erklärung, deren Wortlaut ja allenfalls gestatten würde, die richtige Bedeutung unterzulegen, tritt am deutlichsten ins Licht, wenn man erfährt, dass allgemein gelehrt wird, die Sakramente wirken ex opere operato, das heißt durch die vollzogene Handlung. Das heißt, etwas wirkt unabhängig von der Einstellung dessen, der es tut, und unabhängig von der Einstellung dessen, an dem und für den es getan wird. Das ist also die Wirkung der Sakramente. Ex opere operato. Unabhängig von, was derjenige, der sie zuteilt, darüber denkt und unabhängig davon, was derjenige, der sie empfängt, davon findet. Die äußere sakramentalische Handlung an sich teile Gnade mit. Und wenn man die Lästerung hört, welche der achte Kanon der siebten Sektion, also der Session von Trient, ausspricht, Zitat, wenn jemand behaupten sollte, dass durch die Spendung der Sakramente des Neuen Testaments an sich, also ex opere operator, nicht Gnade mitgeteilt werde, sondern dass der bloße Glaube an die göttliche Verheißung Gnade damit zu erlangen genüge, der sei verflucht. Drei dieser Sakramente, Taufe, Firmung und Priesterweihe, teilen einen unauslöschlichen Charakter mit, dürfen und können daher nicht wiederholt werden und, wenn wir Protestanten dies in Bezug auf die heilige Taufe einräumen, so hat doch Calvin nicht Unrecht, wenn er sagt, dass die römische Lehre über die Priesterweihe magischem Zauberdienste ähnlicher sei als der gesunden Lehre des Evangeliums, der ja unter den Romanisten selbst Streit ist, ob dieser unverlöschliche Stempel dem Herzen oder dem Willen oder der Zunge und den Händen aufgeprägt sei. Die Gnade, welche mitgeteilt wird, ist nach papistischer Lehre an den Sakramenten nicht wie eine Eigenschaft an ihrem Subjekt oder wie eine Flüssigkeit in einem Gefäße enthalten, sondern sie wird durch dieselben als die instrumental wirkende Ursache mitgeteilt. Mit dieser Behauptung steht aber der Papismus gänzlich außerhalb des Schriftbodens, außerhalb des Gebiets des freiwirkenden Geistes Gottes, der nach innerer Notwendigkeit den Glauben in den Herzen, in welchen er seine Tätigkeit entfalten soll, erheischt. Steht auf dem ihm eigentümlichen Boden des Paganismus, also Heidentums, und macht die Sakramente zu Zaubermitteln. Transsubstantiation, Hokuspokus, Wesensveränderung, da hatten wir drüber gesprochen in diesem Buch und da hatten wir letztens auch ausführlich in Babylon Mysterienreligion drüber gesprochen. Über die Messe mit der Transsubstantiation. Ich glaube, drei Lesungen habe ich daran gewidmet. Mindestens zwei, vielleicht sogar drei, ich weiß es nicht mehr. Schaut euch das an. Diese Wesensveränderung, das Dogma der Wesensveränderung, das Dogma also der Transsubstantiation, das heißt, dass das Brot und das Blut, dass das Brot und der Wein sich verändert in das Fleisch und das Blut des lebendigen Jesus Christus, nämlich sein Fleisch, sein physisches Fleisch, sein Blut, seine Menschlichkeit, seine Göttlichkeit, seine Geistlichkeit und seine Fleischlichkeit, sein Körper, wenn man das nicht akzeptiert, dann ist man in der römisch-katholischen Kirche verflucht und dass diese Wesensveränderung, dass man also sagt, der Priester verändert durch das Aussprechen der Zauberformel hoc est corpus enim meum das Brot und den Wein in das Fleisch und das Blut Jesu Christi, wenn man das nicht glaubt, ist man Anathema. Und für mich ist das nichts anderes als Hokuspokus. Da kann sich genauso gut ein Uri Geller da vorne hinstellen oder was weiß ich, welcher Magier, und diese Worte sprechen und dann eben Brot in das Fleisch Jesu Christi verwandeln und Wein in das Blut Jesu Christi verwandeln. Tatsächliche Wesensveränderung. Das ist genau das, was hier geschrieben wird. Das sind nichts weiter als Zaubermittel. Die Sakramente sind also Zaubermittel. Und was sagt die Bibel über Zaubermittel? Nicht wahr? Nun, auch hier gehen die evangelischen Lehrsysteme, das lutherische sowohl als das calvinistische, Gott die Ehre geben. Entschuldigung, das habe ich verkehrt gelesen hier.
Auch hier geben die evangelischen Lehrsysteme, das lutherische sowohl als das kalvinische, Gott die Ehre, wenn sie in den Sakramenten Mittel der Gnade erkennen, durch welche dem, der sie im Glauben gebraucht, unsichtbare Güter des ewigen Lebens mitgeteilt werden. Ein wichtiger Punkt muss noch erwähnt werden. Die Frage nach den Bedingungen der Wirksamkeit des Sakraments. Also mit anderen Worten, in der römisch-katholischen Kirche gibt es eine Lehre, dass die Sakramente nur unter einer bestimmten Bedingung wirken. Was sind denn die? In Bezug hierauf ist es nicht genug, fährt der Autor fort, zu sagen, dass die kirchlichen Formen bei der Spendung genau beobachtet werden, sondern es muss auch die rechte Richtung, also recta directio, der Willensmeinung des Administrierenden notwendig vorhanden sein. Meines Erachtens ist das, was wir jetzt hier gerade eben lesen, ein direkter Widerspruch zu, was wir hier oben gelesen haben, ex opere operato. Aber da kann die römische Kirche ja mal selbst drüber nachdenken, ob das wirklich so sein soll. Zitat: Wenn jemand behaupten sollte, dass von den Priestern bei Verrichtung und Spendung der Sakramente nicht wenigstens die Absicht, zu tun, was die Kirche tut, erfordert wäre, der sei verflucht, lautete der betreffende tridentinische Kanon, wonach also Heuchelei und Unglaube eines Priesters der Taufe ihre weihende Kraft der letzten Ölung ihren Trost rauben können. Also meines Erachtens ist es ein krassen Gegensatz zu ex opera, wie heißt das hier, ich will verkehrt sagen, ex opere operato. Da stand aber oben, dass das umstritten gewesen ist. Oder hat man sich schon geeinigt, was jetzt, ob das jetzt ex opere operatio ist? Die Sakramente wirken ex opere operato, die äußere sakramentalische Handlung an sich teile Gnade mit. Und wenn man die Lästerung hört, welche der 78. Kanon ausspricht, also mit anderen Worten, wenn man das nicht glaubt, dass das ex opere operato ist, dass dadurch die Gnade nicht mitgeteilt werde, der sei verflucht. Also das ist Dogma, ganz logisch. Sie sagen okay, es hier ganz klar. Ja? Da drüben stand, dass die im Trient sich ziemlich verschiedene Meinungen waren, aber anscheinend ist das jetzt dogmatisiert. Also wenn hier draufsteht, der sei verflucht, dann ist das eine der 125 Verfluchungen, die im Konzil von Trient ausgesprochen wurden, Marius. Und das heißt mit anderen Worten, das ist aufgenommen in das römisch-katholische kanonische Recht und das ist damit dogmatisch. Und sie sagen hier ganz deutlich, wenn jemand behaupten sollte, dass durch die Spendung der Sakramente des Neuen Testaments an sich das ex opere operato passiert, nicht Gnade mitgeteilt werde, sondern dass der bloße Glaube an die göttliche Verheißung, Gnade damit zu erlangen, genüge, der sei verflucht. So, Protestanten sagen, durch den Glauben allein. Also, das, was die Protestanten sagen, der Glaube allein an die göttliche Verheißung der Sakramente, um damit Gnade zu erlangen, genügt. Wenn man das denkt, ist man verflucht. Wohingegen, wenn jemand behaupten sollte, dass durch die Spendung der Sakramente des Neuen Testaments an sich das ex opere operato passiert, nicht Gnade mitgeteilt werde, der sei verflucht. Also, für mich ist das ganz logisch hier, wie das hier steht. Du auch, verstehst du es? Oder bin ich jetzt verkehrt? Ja, nur ein paar Sätze davor stand, dass die sich erstmal uneinig waren. Also, aber ja, deswegen haben sie ja ein Konzil gemacht. Deswegen war es ja ein Konzil, da haben sie ja drüber diskutiert. Und dann haben sie diese Diskussionspunkte hochgebracht, dann haben sie sich schlussendlich zu einem Standpunkt entschlossen. Und hier steht ganz deutlich, der 8. Kanon der 7. Sitzung sagt, wenn jemand behaupten sollte, dass durch die Spendung der Sakramente des Neuen Testaments an sich das ex opere operato passiert, nicht Gnade mitgeteilt werde, also wenn durch ex opere operato nicht Gnade mitgeteilt werde, der sei verflucht. So, und was sagen Sie hier unten? Genau das Gegenteil, oder? Bezieht sich das auf den Austeilenden oder den Aufnehmenden? Das spielt ja keine Rolle. Bei ex opere operato habe ich ja erklärt hier aus Wikipedia, wenn du das nachliest, steht da drin, durch die vollzogene Handlung. Etwas wirkt unabhängig, also das zugediente Sakrament wirkt unabhängig von der Einstellung dessen, der es tut, also des Priesters, und unabhängig von der Einstellung dessen, an dem und für den es getan wird, also dem Laien, der es empfängt.
Das ist die Erklärung von Wikipedia über ex opere operator. Also für mich ist das hier ganz deutlich, dass die römisch-katholische Kirche sich hier widerspricht. Aber das ist ja auch nichts Neues, die widerspricht sich ja ständig. Ja, nicht mal widerspricht. Ich denke, wir als Christen sind ja durch Glauben gerechtfertigt. Und die Priester, die haben ja gar keinen Glauben in dem Sinne. Also das heißt ja, ihre Rechtfertigung oder gerechtfertigte Handlungen beruhen ja auf diesen Dogmen, ihre Bevollmächtigungen. Ja, in der römisch-katholischen Kirche, um es mal kurz zusammenzufassen, also ist es Glaube plus Werke, plus Arbeiten. Ja, warte, ich schließe aber noch meinen Satz ab. Ja, bitte. Das heißt, die können tun und lassen, was sie wollen in ihrem Leben. Eben Pädophilie ist ein großes Thema in dieser Kirche. Das hier interessiert sie kein Schwein. Sie machen diese Werke, weil sie ja die Macht bekommen durch diese Dogmen. Was sie in ihrem Leben produzieren oder wie sie leben, ist Schnurz und Piepe egal, ja. Das ist eigentlich der Punkt. Und wir als Christen sind ja gerechtfertigt und wollen durch diese Rechtfertigung ein heiliges Leben führen, weil wir wissen, wenn wir in Sünde leben, da kannst du einfach nicht dem Herrn dienen, so wie es sollte. Ja, für uns ist kurz gesagt der Unterschied, dass unsere Werke, die von Gott für uns vorbereitet sind, um sie zu tun, die Früchte unserer Erlösung sind. Und in der römisch-katholischen Kirche muss man diese Werke verrichten, um überhaupt erst erlöst zu werden. Das ist ja eben der große Gegensatz. In der römisch-katholischen Kirche lesen wir hier, ist es Glaube plus Werke, und in der Bibellehre ist es der Glaube alleine, der dann zu guten Werken führt. Genau das, was du jetzt gerade sagst. Weil wenn man dann einmal errettet ist, dann will man ja nicht mehr sünden. Man tut's, man kann es nicht verhindern. Selbst Paulus hat es gesagt, ich tue das, was ich nicht will, und das, was ich nicht will, das was ich will, das tue ich nicht. Erinnert ihr euch vielleicht, das ist eine sehr interessante Stelle. Ja? Kann ja vielleicht mal eben eine raussuchen. Ja? Paulus sagt das in einem seiner Epistel. Ja? Nach dem Motto, ich bin immer noch im Fleisch und das, was ich will, das tue ich nicht. Und das, was ich verdamme, das, was ich nicht will, das tue ich. Oder dazu bin ich verflucht, um das zu tun. Also wir wollen sündenfrei leben, aber das können wir nicht. Deswegen brauchen wir Jesus Christus, weil wir das von uns aus nicht können. Die römisch-katholische Kirche lehrt aber, ich habe den Glauben an, aber meine eigenen Werke. Und es ist der Glaube plus die Werke, die die Rechtschaffenheit mir vermachen. Wobei ein wahrer Christ sagt, nur durch den Glauben und die Gnade Gottes sind wir gerettet. Das ist im Grunde der Punkt, auf den es hinauskommt. Und hier jetzt nochmal eben den Punkt lesen, den ich hier blau angestrichen habe. Wenn jemand behaupten sollte, dass von den Priestern bei Verrichtung und Spendung der Sakramente nicht wenigstens die Absicht zu tun, was die Kirche tut, erfordert werde, der sei verflucht, lautet der betreffende tridentinische Kanon, wonach also Heuchelei und Unglaube eines Priesters der Taufe ihre weihende Kraft der letzten Ölung ihren Trost rauben können. Und das ist genau das Gegenteil von, ja, wie wir es hier gerade gelesen hatten, ex opere operator. Ja? Hier sagt, etwas wirkt unabhängig von der Einstellung dessen, der es tut, also des Priesters. Und hier unten sagen sie ganz deutlich, wonach also Heuchelei und Unglaube eines Priesters der Taufe ihre weihende Kraft der letzten Ölung ihren Trost rauben können. Auf der einen Seite sagen sie A, auf der anderen Seite sagen sie nee, nicht A. Also ein absoluter Widerspruch und auf ein und derselben Seite hier, mit dem Kanon noch gegründet auch. Also ich finde das sehr deutlich. Ist das für jeden deutlich oder sauge ich mir was auf den Daumen? Verstehe ich das verkehrt? Bin ich zu blöd oder was? Ich weiß nicht. Das heißt, alle sind verflucht, weil die das eine nicht glauben, sind verflucht und die das Gegenteil glauben, sind auch verflucht. Also Die verflucht sozusagen alle. Ja, und deswegen hast du im Grunde eben in der römisch-katholischen Kirche niemals Sicherheit deiner Errettung. So ist das. Also gut, wenn wir das geklärt haben, dass die römisch-katholische Kirche sich hier in ihren Kanons selbst widerspricht, dann lesen wir mal weiter. Wenn man nun bedenkt, wie schwierig, ja wie unmöglich es sogar ist, über die Absicht eines anderen bei irgendeiner Handlung untrügliche Kunde zu erhalten, weil nur Gott kann in das Herz eines Menschen sehen, wie wir wissen, so muss man wirklich vor einem die Gewissen so ängstigenden Kanon erschrecken.
Auch kann man in der Tat behaupten, dass die römische Kirche durch ihn ihre eigene Existenz in Frage stellt. Man denke sich, ein Kind wird getauft von einem Priester, welcher nicht die Absicht hat, das Sakrament richtig zu vollziehen. Die Taufe ist unwirksam. Das Kind wird ein Mann, empfängt die Weihe, ist aber kein echter Priester, denn jeder seiner Akte ist unwirksam, jede von ihm geweihte und gereichte Hostie eine einfache Oblate, ne, weil er die Transsubstantiation nicht ausführen kann, jede seiner Absolvierungen ist nichtig, jede letzte Ölung ist hoffnungslos. Der vermeintliche Priester wird Kardinal und soll einen Papst intronisieren. Seine Weihe ist unwirksam, er wird gar Papst und besitzt keine Unfehlbarkeit. Die Kirche hat kein Haupt, wird ein Leichnam. Muss einem echten Römling nicht grauen vor solcher Aussicht? Und doch ist dies die schon oben berührte einfache Konsequenz seines Bekenntnisses. Und hiermit bestätigt James Epkin Wiley in eigenen Worten genau das, was ich gesagt habe. Stimmen wir darin überein? Ja, Schweigen ist Zustimmung. Ja, gravierend. Gravierend, hey. Ja. Schließlich werde noch des Umstandes Erwähnung getan, dass auffallenderweise die römischen Katholiken die von Protestanten oder anderen Heretikern gespendeten Sakramente, im Besonderen die Taufe, als gültig und wirksam anerkennen. Woher dieser auffallende Beweis einer Milde, die wir sonst durchgängig vermissen? Dass eine solche Liberalität nicht absichtslos stattfindet, versteht sich von selbst. Die Ketzertaufe wird anerkannt, um die herangewachsenen Kinder unter einem plausiblen Vorwand als das Eigentum der römischen Kirche ansehen und requirieren zu können, wie denn ja auch im 14. Kanon der 7. Sitzung des Tridentinum diejenigen verflucht werden, welche behaupten sollten, dass man den von Ketzern getauften Kindern, sobald sie herangewachsen, eine Wahl lassen und sie zu christlichem Leben, also zum Eintritt in die römische Kirche, nicht zwingen solle. Wir müssen noch hier in eine Fußnote reingehen, die hier oben war. Die Ketzertaufe wird anerkannt und da geht der Autor in eine interessante Fußnote rein, die sich da liest, Zitat: Neuerlich wird diese Praxis zuweilen verlassen. F. von Florancourt, der bekannte Apostat der evangelischen Kirche, besaß die Stirn bei seiner Aufnahme in die alleinseligmachende, also der Florancourt ist hier mit anderen Worten vom Protestantismus übergetreten in den römischen Katholizismus und er besaß die Stirn, oder wir würden heute sagen, den Affront hat er begangen, bei seiner Aufnahme in die alleinseligmachende, also die römisch-katholische Kirche, die Wiederholung der Taufe sich ausdrücklich zu erbitten, da er nicht wissen könne, ob er richtig getauft sei. Und seine Bitte ward gewährt. Das geschah 1851. Im Luxemburgischen konvertierte man einen evangelischen ehemaligen preußischen Untertan, taufte ihn von Neuem und stellte ihn der neu versammelten Menge in der Kirche dar als einen Altpreußen, der sich zum Christentum bekehrt habe. Das geschah im Jahre 1852, also das eine 2 Jahre, das andere 1 Jahr vor dem Erscheinen dieser deutschen Übersetzung des Buches. Seht ihr diese Heuchelei in der Kirche? Ich meine, das ist doch hier ganz, ganz deutlich, oder? Auf der einen Seite sagen sie, die Ketzertaufe wird akzeptiert und jemand muss dann nicht neu getauft werden, wenn er in die römisch-katholische Kirche kommt. Und auf der anderen Seite haben wir hier 2 Beispiele, wo das doch gemacht wurde. Mit dann noch der Aussage, wir haben hier einen Altpreußen, der sich zum Christentum, verstehe natürlich Katholizismus, bekehrt habe. Und damit dann auch nochmal darin getauft wurde. Also so viele Widersprüche, wie ich hier auf den ersten 2 Seiten des 11. Kapitels gelesen habe, haben wir, glaube ich, im ganzen Buch noch nicht gelesen. Ihr seht, glaube ich, aber auch, wie wichtig es ist, ein solches Buch wirklich aufmerksam zu lesen und die Sätze teilweise 2-mal zu lesen, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe manchmal den Eindruck, ich habe mich jetzt gerade verlesen. Ich bin zu blöd, ich habe es gerade nicht verstanden. Das kann doch nicht. Doch, das kann. Die widersprechen sich wirklich
von dem einen auf den nächsten Satz widerspricht sich die römisch-katholische Kirche selbst, schriftlich sogar, in ihren Sitzungen in Trient sogar, fast festgehalten in ihren Verfluchungen, widerspricht sie sich. Ja, wir hatten den Satz zu Ende gelesen. Also deutlicher, sagt der Autor hier, deutlicher kann man wohl nicht sprechen. So hat der Papst eine Ordnung Gottes in seiner Kirche, die er zum Zeugnis der Befreiung von Satans Joche einsetzt, zu einem Brandmal der Sklaverei gemacht. Wie in der Zeit des Feudalismus hier und da ein eiserner Ring mit dem Namen des Grundherrn an den Arm des Leibeigenen dessen Knechtschaft bezeugte, so soll die Taufe das Eigentumsrecht Roms an jeden auch in der Freiheit des Evangeliums Geborenen bezeichnen. Mit anderen Worten, die römisch-katholische Kirche sagt, wenn du getauft bist, dann ist das immer eine akzeptable Taufe innerhalb der römisch-katholischen Kirche. Also mit anderen Worten, wenn ich mich morgen taufen lasse auf eine christliche Art und Weise, das heißt im ganzen Körper untertauchen lasse und im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes mich taufen lasse als ein wiedergeborener Christ, dann sagt die römisch-katholische Kirche tatsächlich, dass ich dadurch dem Eigentumsrecht Roms an mir nicht entkomme. Ja, das ist korrekt, ja. Da kommt mir eben das Beispiel von Ruanda in Sinn, von diesem Massaker, wo die Hutus auf die Tutsis losgegangen sind. Und was erzähl mal, das sagt mir jetzt im Augenblick nichts. Im Ruanda war ja 1994 das große Massaker, von fast 1 Million Tutsis umgebracht wurden durch die Hutus. Und was man da nicht weiß oder was einem nicht da gelehrt wird in diesen Medienschlachten, wie in diesen Zeiten losgegangen ist, dass die Hutus katholisch sind. Das heißt, die sind katholisch getauft und durch diese Taufe gehören sie der römisch-katholischen Kirche an. Und das hat sie eigentlich, wie soll ich sagen, äußerlich getrennt zu den Tutsis, die sich eigentlich nicht diesem System unterwerfen wollten. Und darum haben dann die Hutus die Tutsis gejagt und vernichtet. Also es war eigentlich, ja. Ja, das ist sicher ein interessantes Beispiel. Ich glaube, ein anderes interessantes Beispiel ist auch der Völkermord, den die Belgier im Kongo verrichtet haben im 19. Jahrhundert, ne? Wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, haben sie 12 Millionen kongolesische Einwohner ermordet. Das sind Zahlen, das ist unglaublich. Ja, Leopold der Erste war es, glaube ich, also der erste König von Belgien, der übrigens ein Deutscher war. Weil die Belgier haben ja keinen eigenen König, die haben ja 1831 ihren Königreich errichtet und haben sich einen König aus Deutschland geholt. Das Königshaus hier in Belgien ist in den Wurzeln deutsch. Und die sind damals in den Kongo gegangen, den nannte man ja auch im 20. Jahrhundert zwischenzeitlich mal Zaire. Jetzt ist es, glaube ich, Demokratische Republik Kongo oder was in der Richtung. Und da haben sie damals 12 Millionen Menschen umgebracht. Ja. Und im 20. Jahrhundert, in den 50er und 60er Jahren, haben die Belgier dort Menschenversuche mit Impfungen an den Menschen vorgenommen. Und unter anderem ist die Entstehung der AIDS-Krankheit auf die Arbeiten dort zurückzuführen. Da hat auch das Elisabeth-Institut, das hier in Belgien gesessen ist, einen ganz wichtigen Anteil dran. Aber das sind andere Themen. Aber es ist interessant, dass du mal diesen Bürgerkrieg mit anholst, Alexander. Vor allen Dingen, ich habe ja darüber, glaube ich, auch am Rande gesprochen in dem Buch von Kobialka, wer sich daran erinnert. Wie hieß das noch? Ökumene und Weltregierung. Ne? Das Buch von dem siebentagsadventistischen Professoren Kobialka, der ja auch in Afrika eine Zeit lang gearbeitet hat. Und der hat das ja auch damit angeholt. Ne? Aber nicht so intensiv, wie du es gerade besprochen hast. Ja. Ja, danke für die Bemerkung. Heretiker und Schismatiker, belehrt der römische Katechismus die Gläubigen. Heretiker und Schismatiker sind ausgeschlossen, weil sie sich von der Kirche getrennt haben. Stehen zu dieser in keinem anderen Verhältnisse wie Ausreißer zu dem von ihnen verlassenen Heere, also Deserteure. Doch aber wird nicht geleugnet, dass sie insofern unter der Gewalt der Kirche stehen, als sie vor ihrem Richterstuhl geladen
bestraft und verflucht werden können. Natürlich, denn ergriffene Ausreißer werden ja auch totgeschossen. Hiernach ist das Prinzip religiöser, durch Verfolgung gestützter Tyrannei im vollen Einklang mit den Bekenntnissen des römischen Katholizismus, mit anderen Worten eine Legitimierung der Inquisition auch. Und wer an seiner Notwendigkeit zweifelt, wird von der Kirchengemeinschaft sofort ausgeschlossen. Nach Bellarmins Ansicht, ja, das ist wieder einmal Kardinal Bellarmin, dieser Jesuit des 16. Jahrhunderts, der einer der furchtbarsten römisch-katholischen Lehrer war, der auch mit großer Unterstützung Riberas Futurismus in die Welt gesetzt hat. Nach Bellarmins Ansicht also würden die Apostel recht getan haben, alle, welche sich nicht sogleich hätten belehren wollen, verbrennen zu lassen, falls sie die Macht dazu gehabt. Ihre Zeit wäre geteilt gewesen zwischen Unterweisung der Seelen im rechten Glauben und Leben und zwischen Abfassung von Inquisitionsgesetzen, um Heiden und Ketzer den Blutgerichten zu überweisen. Denke dir darum, lieber Leser, den Paulus, wie er eben die Feder niederlegt, nachdem er geschrieben, so bleiben nun diese drei, Glaube, Liebe und Hoffnung. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen und hinweggeht, um einem Auto da Fe beizuwohnen. Nochmal, dass wir diesen Satz gut verstehen. Denk dir drum, lieber Leser, den Paulus, wie er eben die Feder niederlegt, nachdem er geschrieben hat, Zitat, so bleiben nun diese drei, Glaube, Liebe und Hoffnung, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Jetzt legt er seine Feder nieder und geht hinweg, um einem Auto da Fe beizuwohnen. Wenn man jetzt wüsste, was ein Auto da Fe ist, da werde ich euch mal kurz mit helfen. Ich zeige euch einfach ein Foto davon. Wir haben hier die Lesung Geschichte der Inquisition im Mittelalter, die ich ja auch ab und zu noch mal mache. Muss ich mal eben finden. So, und wenn wir das hier aufmachen, dann haben wir da das Buchcover davon. Und da werde ich euch mal kurz ein Auto da Fe zeigen. Der Computer braucht nur einen Moment, bis er es hier geladen hat. Moment mal. So, seht mal, das ist ein Auto da Fe. Das ist die Vorbereitung dazu. Hier seht ihr ein Podest, unter dem später ein Feuer angezündet wird, wo die Ketzer an einen Pfahl angebunden sind mit Ketten. Und sie werden hier, nachdem das Inquisitionstribunal, das hier oben tagt, werden sie hier öffentlich verbrannt. Ein Auto da Fe ist eine öffentliche Verbrennung. Also mit anderen Worten, Paulus hat gerade eben geschrieben, Liebe, Hoffnung, Glaube, Liebe und Hoffnung, aber die Liebe ist die größte unter allen, diese drei Dinge bleiben, dann legt er seinen Stift weg und dann geht er zu einer Verbrennung von einer lebendigen Verbrennung von Menschen. War so Paulus? Waren so die anderen Apostel? Oder ist so die römisch-katholische Kirche alleine? Das ist die Frage, mit der wir diese Lesung hier heute, auch wenn noch keine Stunde vorbei ist, aber doch enden, weil wir gehen nächstes Mal in ein 12. Kapitel. Und ich denke, dieses Kapitel war gerade teilweise so für einige Leute sicherlich verwirrend, weil eben die römisch-katholische Kirche sich da ständig widersprochen hat auch, dass wir sagen, wir lassen es heute bei diesem einen Kapitel, denken und sinnen dann noch einmal gut drüber nach, gehen nächstes Mal in das 12. Kapitel, das auch nur 5 Seiten hat, und gehen dann mit Taufe und Firmung in die nächsten 2 Sakramente und dann wahrscheinlich auch in die weiteren. Aber mit dem ersten Teil hier möchte ich es hierbei bei dieser Lesung heute belassen und möchte mal fragen, ob meine Live-Zuschauer vielleicht noch die ein oder andere Bemerkung haben, die sie zum Abschluss der heutigen Lesung noch gerne kundtun möchten. Um etwas noch mal weiter zu entwirren, da wurde ja gesprochen, wenn jemand nicht richtig getauft ist, weil er nicht geglaubt hat oder weshalb auch immer, dann auch kein Priester werden kann. Das heißt, es gibt eine Abfolge von diesen Sakramenten. Das heißt, da gibt es ja so Prerequisite, so Erfordernisse, eine Rangordnung oder so.
Ja, ich verstehe das vor allen Dingen so. Das ist im Grunde wie mit einer mathematischen Gleichung. Nun bin ich in Mathematik immer ganz furchtbar mies gewesen. Also erwarte nicht, dass ich hier irgendwie Mathematik erkläre. Ich weiß nur ein Ding. Wenn man eine mathematische Formel aufstellt und man hat bereits am Anfang einen Fehler darin, dann schleppt man diesen Fehler durch die ganze Formel, durch die ganze Berechnung mit sich mit. Das heißt, wenn der Ausgang falsch ist, ist automatisch auch das Ende falsch. Und genau das ist hier, glaube ich, mehr oder weniger mit gemeint gewesen. Ohne Taufe kann keine Hostieneinnahme, ohne Hostieneinnahme kein Priestertum und so weiter, setze ich das dann fort. Ja gut, aber der Punkt war ja hier jetzt von dem Autoren ein anderer. Der Punkt war ja von ihm, er hat ja gesagt, nimm an, dass der Priester seine Taufe, seine Ordinierung gar nicht richtig akzeptiert. Ja? Wo stand das denn hier? Wir können das ja eben nochmal reingehen hier. Das war die Seite hier vor sich. Ne? Man denke sich, ein Kind wird getauft von einem Priester. Dieser Priester hat aber gar nicht die Absicht, das Sakrament richtig zu vollziehen. Also mit anderen Worten, dieser Priester handelt im Grunde, wie wir es hier beschrieben haben, ex opere operato. Die Taufe wirkt trotzdem, unabhängig von der Einstellung dessen, der es tut. Das ist ex opere operato. Die Sakramente wirken ex opere operato. Mit anderen Worten, ein Kind wird getauft von einem Priester, der hat aber überhaupt nicht die Absicht, das Sakrament überhaupt richtig zu vollziehen. Dann ist die Taufe unwirksam. Aber nicht, wenn sie ex opere operato ist, weil dann spielt es ja keine Rolle. Da kann der Priester sich ja denken, was er will. Auf der anderen Seite sagte die katholische Kirche aber, das ist dann unwirksam. Und das führt dann dazu, dass wir also hier die Basis schon mal verkehrt haben. Und wenn wir die Basis verkehrt haben, dann hat das spätere Folgen. Die Folgen gehen so weit, dass dieses Kind, das hier nicht richtig getauft wurde, schlussendlich zu einem Papst gewählt wird. Ja, der vermeintliche Priester wird Kardinal und soll einen Papst entthronisieren. Also er soll einen Papst auf seinen Stuhl setzen. Dadurch ist aber seine Weihe unwirksam. Er wird gar Papst, also er wird selbst Papst, aber er besitzt keine Unfehlbarkeit, die Kirche hat kein Haupt, wird ein Leichnam, also stirbt mit anderen Worten. Das heißt, die Taufe ist das Grundlegendste, die Voraussetzung für alles andere. So verstehe ich das auch, ja. Deswegen sagt die römisch-katholische Kirche auch, dass sie sogar die Ketzertaufe akzeptiert. Die römisch-katholische Kirche sagt doch ganz klar, das hatten wir doch gerade gelesen, es ist wurscht, selbst wenn man als Ketzer getauft ist, dann geht das immer noch nicht gegen das Eigentumsrecht der Roms an. Hier, wie in der Zeit des Feudalismus hier und da ein eiserner Ring mit dem Namen des Grundherrn an den Arm des Leibeigenen, dessen Knechtschaft bezeugte, so soll die Taufe das Eigentumsrecht Roms an jeden auch in der Freiheit des Evangeliums geboren bezeichnen. Also ob du in der römisch-katholischen Kirche getauft bist oder ob du in der evangelischen Kirche getauft bist, spielt keine Rolle. Sobald du getauft bist, hast du diesen Metallring um deinen Arm, der dich als Eigentum Roms kennzeichnet. Begriffen? Wenn du getauft bist, dann bist du Eigentum Roms. Das sagt Rom hier. Sogar sogenannte Ketzertaufen, Heretikertaufen, also Taufen der Protestanten, machen dich zum Eigentum Roms. Deswegen, deswegen besteht Rom daher drauf, dass die Kinder innerhalb der ersten paar Tage nach ihrer Geburt gleich getauft werden. Dann kann der Mensch nämlich dem Rom gar nicht mehr entkommen. Verstehst du? Wenn du als Kind dann getauft bist, als Baby, ein paar Tage alt, dann bist du bereits ein Leibeigener Roms. Das ist das, worum es geht. Daher hat Rom nachher das Recht, für dich Gesetze zu machen und zu erlassen, römisch-katholische, kanonische Rechte zu machen und dafür zu sorgen, dass du katholisch wirst, selbst wenn du es überhaupt nicht religiös gesehen bist. Schaut euch dazu nochmal das Video an, das ich schon so oft anbefohlen habe in Englisch von Richard Bennett, Catholic Control Through Civil Law. Vatican Control Through Civil Law heißt das. Findet ihr auf meinem Zweitkanal und auf meinem rein englischen Kanal. Ja? Könnt ihr euch mal anschauen. Wir werden alle katholisch gemacht, auch wenn wir gar nicht Mitglieder der Kirche eigentlich sind.
Alleine schon deswegen, weil die römisch-katholische Kirche jede Taufe für sich beansprucht. Das ist der Punkt. Und nur wenn man diese Kette von Rom an sich hat, wirken dann die weiteren Sakramente? Ja, das sowieso. Die römisch-katholische Kirche braucht ja, innerhalb der römisch-katholischen Kirche brauchst du alle Sakramente, um deine Errettung zu erreichen. Ja, aber die weiteren Sakramente wirken nicht, wenn man nicht bereits die Kette der Taufe angelegt hat. Richtig. Also die Kette, die sich dann die Römlinge also für eigen erklären. Ja, die Taufe ist die Basis, ist die Grundvoraussetzung. Und all die anderen folgen danach, ja. Das habe ich auch so verstanden. Gut. Ja, ich habe noch Bibelstelle. Ja, bitte. Schön, Bibelstelle, immer. Ich denke, das ist die im Römer 7, Verse 18 bis 20. Ah ja, das, was ich gesagt hatte, von wegen, wo er meinte, das, was ich will, das tue ich nicht und das, was ich hasse, das tue ich. Ne? Genau, ja. Ja, lies denn mal. Dort steht, denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will, das rübe ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so vollbringe ich nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Sehr schöner Text. Das war genau das Stück, was ich meinte, Alexander. Dankeschön. Ja, bitteschön. Ja, besser als mit so einem schönen Bibelzitat kann man so eine Lösung doch gar nicht abschließen, oder? Wenn ihr sonst keine Fragen oder Bemerkungen mehr habt? Alles gut. Na wunderbar. Dann schließe ich mit den Worten, dass ihr bitte eure Bibel lest, und mit dem Wunsch und dem Gebet schließe ich auch, dass Gott euch behüten, schützen und segnen möge und erhalten möge, dass wir uns zur 33. Lesung dieses Buches, das Doppelgesicht des Papsttums, wiedersehen, mindestens in alter Frische, wenn nicht erfrischt durch neues Studium des Wortes Gottes. Bis zum nächsten Mal. Maranatha.